Hey, wir spielen Lunistus. Wolltet ihr schon mal ein Sonic-Spiel spielen, aber hatte das Problem, hey, alle Sonic-Spiele sind echt kacke. Es ist ein bisschen wie Sonic, aber spaßig. Es macht Spaß, es ist ein gutes Spiel, es ist ein Indie-Spiel. Ja, ich denke, das ist Hört eine euch das an, Begrüßung. Sonic-Fans. Ich starte mal das Spiel einfach. Wer ist Hanaraki? Das ist diese Waschbär-Dame, die du da Oh. links siehst. Wer es glaubt. Scheiße! Was? Er verfolgt uns. Hey, warte, was? Ich wollte nur mal schauen, was Charaktere ist. Ist das derselbe Entwickler? Nee, eigentlich nicht. Das wüsste ich, aber. Scheiße. Aus irgendeinem Grund ist Tori hier. Wir werden Hannah spielen, weil es ist ihr Spiel, aber. Scheinbar ist Tori-Spielbau und jemand, der Tuki heißt. Ja. Ich glaube, das ist. Ja, da steht Funziaktro aus bla bla bla. Das Ah, scheint ist aus einfach. Holmento zu sein oder so. Keine Ahnung. Die sind scheinbar in dem. Das sind scheinbar andere Charaktere in dem Spiel. Ich hatte keine Ahnung. Es war echt unbeabsichtigt. Es ist nicht so, als hätte ich jetzt mit Absicht irgendwie. Jetzt hätte ich das Spiel jetzt ausgewählt, weil wir so viele Sinactro-Spiele in letzter Zeit gespielt haben. Ich starte einfach mal. Es ist seltsam. Also Lass mal. mich direkt eine Sache loswerden. Ich mag Spiele, die wie PS1-Spiele aussehen. Ist es ein Okay, Nerd. PS1-Spiel? Ja, Ich dachte, das ist ein definitiv. DS-Look. So, kann auch PS1 sein, keine Ahnung. Beides. Also bei dem DS wäre es auf jeden Fall eine viel niedrigere Auflösung. Das auf jeden Fall. Ich kann die Story kurz für euch zusammenfassen. Wir sind in der Simulation oder so und wir sind das neue Testobjekt in dieser Simulation. Oh, ist also Matrix. Naja, so ein bisschen. Hey, ist das Matrix? Ist gar nicht Matrix, oder? Also, hier wird irgendwas getestet in dieser Simulation. Und würde ich überall S-Ranks bekommen, gibt es ein geheimes letztes Level, wo es dann noch ein wo es dann noch ein anderes Ending gibt als das reguläre. Und das werden wir nicht machen, weil ich nicht gut genug in dem Spiel bin, um überall S zu holen. Aber ja, das ist ein Plattformer übrigens. Hätte man aus meinem Sonic-Disc raushören können. Und wir spielen einen Panda, weil ich habe vorhin Waschbär gesagt, aber ich bringe kleine. Den Tanuki ist das dann her, oder? Ne? Panda? Ich weiß es nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem Tanuki und einem Panda, Daniel? Also einem kleinen Panda, meine ich. Ich weiß nicht, gibt es einen? Wahrscheinlich. Das eine ist japanisch, das andere vielleicht Ich meine, auch. Tanukis sind doch Fabelwesen, oder nicht? Nein, es gibt Ja. Tanukis. Tanukis sind Marderhunde. Aber ich meine, kleinen Pandas sehen Ja, ähnlich aus, oder? gut. Oder Na, gibt es. gut. Warte mal, heißen die anders oder heißen die kleinen Pandas? Ich denke gerade an ein anderes Tier, glaube ich, als das, was. Nee, die heißen kleine Pandas. Ja, kleiner Panda oder ich glaube, man kann die auch roter Panda nennen. Ich glaube, sie sollen Panda darstellen. Kein Waschbär, weil ich vorhin mal Waschbär gesagt habe, glaube ich. Ich meine, so ein Marderhund ist doch einfach nur ein Ich Waschbär. dachte eigentlich eher, dass es auch ein Tanuki ist wegen dem asiatischen Look hier. Nee, Marderhunde sind was Eigenes. Das sind keine Waschbären. Ich dachte auch früher, das wären Waschbären. Weil Ja. es gibt ja diesen krassen Film da über Tanukis. Da habe ich gelernt, dass es das was anderes ist. Dass sie ganz anders aussehen. Ich meine natürlich Isao Takahatas Meisterwerk Pompoko, den Daniel nicht gesehen hat. Nee. Der Marderhund wird scheinbar auch Waschbärhund genannt. Aber ist kein Waschbär dann, oder? Es ist eher ein Hund, ja. Deswegen halt auch Hund. Ah, Daniel, weißt du aber, wofür Tanukis bekannt sind in Japan? Wegen eines bestimmten äußeren Merkmals. Ihre Genitalien, meinst du? Super Mario Bros. 3. Ich Super weiß, was Mario du Bros. meinst. Ja. Genitalien. Wie dem auch sei, hier sind noch ein paar Yokai am Start, wie ihr gesehen habt. Das ist dieser komische Schirm. Weißt du, woran mich dieses Spiel erinnert? Es gibt doch, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja, dieses Weihnachtsmannspiel, wo man so Geschenke einsammelt. Das ist auch so ein Plattformer, das hat man mit der Maus gesteuert.
Nee, leider nicht, glaube ich. Meinst du Gex, Begecko? Weißt du noch, wie das hieß? Nee, oder? Nein. Nein. Ja, nein. 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 Ich habe zwei Fragen beantwortet. Nee, warte mal, ich werde mal nachschauen. Find's mal raus. Ich mag das Konzept manchmal hinter Yokai, dass es irgendwie irgendwelche Gegenstände sind, die plötzlich zum Leben erwacht sind oder so. Das ist eine nette Idee. Das haben sie auch ab und zu dann im Pokémon gemacht. Von daher, ich weiß nicht. Ich glaube, ihr beide hattet sowieso nicht so viel Probleme mit Gegenstands-Pokémon gehabt, oder? Doch, ich hasse sie. Oh, nein. Ich hatte nie ein Problem. Das ist gegen Klefki. Flavion. Ich sag Dinge nur auf Englisch, weil ich hip bin. Das Spiel, was ich meine, ist Santa Claus in Trouble. HD. Da gibt's auf Steam. Ja. Wie viel kostet das auf Steam? Oh, jetzt muss ich wieder raus. Alter, ich würde jetzt auch lieber gern darüber reden, als über Gegenstands-Pokémon in Trouble. 10 Euro. Oh. Ja, keine Ahnung. Oh. Ich mag Schlüsselbunde. Sieht auch interessant aus. Ich kenne das Icon davon auf jeden Fall. Ja, es ist... Also deswegen denke ich schon, dass es... Ja, das war das hier, ne? Vorkommen. Ja, das hier kommt mir auch bekannt vor. Ja, ich hab's auf jeden Fall gespielt, deswegen. Hm. Schon mal gibt's eine Mobile-Version. Das würde ich ja gerne auf dem Handy spielen. Ich würde eigentlich eher über Gegenstands-Yokai reden. Habt ihr einen Lieblings-Yokai? Inwiefern? Aus Yokai Watch jetzt. Du kannst auch einen aus Yokai Watch nehmen, oder? Du nimmst einen aus der echten japanischen Folklore, wenn du möchtest. Ist ein Kappa ein Yokai? Ja. Dann vermute ich das, weil sie sehen so dumm aus. Sie haben ein Blatt auf dem Kopf und sie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber sie klauen Menschen irgendwas aus ihrem Hintern. Muss man aufpassen, wenn du deinen Hintern zu nah ins Wasser hältst, kommen die Yokai von hinten und versuchen da was rauszuziehen. Yokai sind seltsam. Ich meine, ich fand ja immer dieses Teufel-Design, das ist mal diese Teufel-Yokai ganz cool eigentlich. Die mit dieser, wisst ihr, was ich meine? Das wird überall in Popkultur wiederverwendet, die mit dieser Keule und diesen Oni. So ein Oni, meine ich. Hm. Oder diese Schlangenlady, wenn die ein Yokai ist. Ist immer schwer zu sagen, weil ich keine Ahnung habe. Ich meine, die ist so die Vorlage für Orochimaru aus Naruto gewesen. Sie hat so einen super langen Hals und das ist so ihr Ding. Das macht sie dann so. Gibt auch einen Yokai, auf dem basiert auch dieses eine Pokémon, dieses eine Stahl-Pokémon da. Das ist, die hat einen zweiten Mund am Hinterkopf, mit dem isst sie dann nachts heimlich die Vorräte von ihrem Ehemann. Geschichte war irgendwie, dass so ein super sparsamer Typ hat sich eine Frau gesucht, die möglichst wenig isst, damit er nicht so viel Geld ausgeben muss dafür. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Und dann sind aber immer wieder Vorräte verschwunden und sie hat einfach einen zweiten Mund am Hinterkopf gehabt, der sich nachts dann immer an seinen Vorräten satt gefressen hat. Da dachte er sich, oh nein, ich will die Scheidung, aber ich glaube, dann hat der Yokai ihn umgebracht oder so. Aber Kappa ist auch eine gute Wahl. Wenn ich aus Yokai Watch nehmen müsste, ich habe das Spiel ja sogar ein bisschen gespielt. Schwierig. Es gab viele, die ich mochte. Ich hatte so eine Oma und einen alten Mann miteinander fusioniert. Das war dann einfach so eine alte Frau mit sehr muskulösen Armen, die zwei riesige Boxen in der Hand gehalten hat. Und die mochte ich in den Kämpfen. Und ich hatte so einen kleinen Drachen mit einer Perle auf dem Kopf und dann hat er sich zu so einem klassischen weiterentwickelt. Ich würde gern mal ein bisschen Yokai Watch spielen. Wieder. Ich mochte es eigentlich echt gern. Aber wir kriegen ja die ganzen Yokai Watch Spiele gar nicht mehr. Die haben ja den ersten Teil zum Beispiel auf die Switch geportet, aber der ist halt irgendwie nur in Japan rausgekommen. Ja, finde ich sowieso seltsam, was das angeht. Ich meine, der vierte Teil ist ja auch nie bei uns erschienen, glaube ich.
Der dritte Teil auch nur sehr limitiert. Was schickt Gangway für komische Weihnachtsmannbilder in den Chat? Das könnte ein Yokai sein, wenn du willst. Es gibt auf jeden Fall irgendwelche japanischen Toilettengeister. Ich finde, ich bin auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ist nicht ganz die Jahreszeit dafür, oder? Doch. Also. Es ist Juli. Wenn man will, kann man überall Weihnachten feiern. Das stimmt. Die Weihnachtszeit kommt bald. Freude, Spaß und Heiterkeit. Ich würde es lustig finden, Weihnachten im Sommer zu feiern. Dann würde ich sagen, ist ja warm dafür. Ist ja zu warm dafür. Irgendwie ist es gerade ein bisschen warm. Na, diese Australier, was wollen die eigentlich mit ihrem Weihnachten im Sommer? das ist der reguläre Weg. Gehe ich erstmal den anderen lang. Das ist Strandlevel. Das passt gut zum Weihnachtsthema. Ich frag mich, was Hannah mit den Origamis anstellt. Sie vernichten. Oh, Alter. Okay, du klangst gerade wie du klangst gerade so wie Isma aus der Vorschau von deren Königreich für ein Lama Serie. Sie vernichten, genau. Ach so. Ich habe irgendwie Insmau verstanden. Insmau. Das ist mein Lieblings-Disney-Schurke, Insmau. Klingt auf jeden Fall nach einem Namen für einen Schurken. Ah, Insmau! Nee, Insmau, das ist doch diese eine Geschichte von Lovecraft, der Schatten über Insmau, wo die Fischleute angreifen. Fischleute? Ja, diese Kleinstadt da, Innsmouth. Okay. Darauf basiert doch der eine Japano-Schlampenfilm. Ah, jetzt redet er über Dinge, die man kennt. Oh Gott, ich hasse YouTube. Also hast du das ist ein Klassiker. Ich guck dir immer noch gern die Filme. Hasse dich. Ja, das weiß ich, das ist mir nicht neu. Aber ich wollte es nicht sagen, weil du mit Lovecraft angefangen hast, aber ich habe mir im Hinterkopf gedacht, warte, es klingt genauso wie in der Japano-Schlampen-Film, der zweite. Ja. Nee, die basieren alle darauf. Der erste ist Schatten über Innsmouth und der zweite ist Geflüster im Dunkeln oder so, wo irgendein Typ zu jemandem fahren will, der meint, der hatte irgendwie Kontakt mit Aliens oder sowas gehabt und dann liegt irgendwie... Ich weiß nicht, ob es seine Leiche ist oder sein abgetrennter Kopf. Irgendwie, er hat auf jeden Fall ganz viele Sachen an und er redet halt mit dem und er hat das Licht nicht an. Und man weiß am Ende nicht, ob das jetzt ein echter Mensch war oder nicht. Also da wird angedeutet, dass irgendwelche Aliens sind, die von weiter kommen. Und der erste war auch sehr Lovecraftian. Da hatten sie ja diese Bilder gehabt. Ich habe mir gerade erklärt, woher das kam. Ja, im ersten, nee, da, es gab ja drei. Du hast recht, der allererste war der Ruf des Cthulhus, ja. Ja, da hat man sehr direkt Cthulhu gesehen, hat Kurt Mirror auch zwei Endings für animiert, ein Good und ein Bad Ending. Ja, du hast recht, ich habe komplett vergessen, dass es drei gab. Interessant, das habe ich wieder was gelernt. Ich wusste, dass der erste was mit Cthulhu zu tun hatte, weil ziemlich obvious. Cthulhu und David Hasselhoff in einer Person kombiniert, aber... David Hasselhoff da? Ja, also Cthulhu sah aus wie David Hasselhoff. Ah. Ja, aber ich wusste nicht, dass sie alle darauf basieren. Okay, interessant. Ja. Geh erstmal über dieses Takeshis Castle-Hindernis. Irgendwie auch gerade stark Fall Guys-Vibes irgendwie. Ja. Habt ihr mal in der Schule Takeshis Castle gemacht im Sportunterricht? Nee, aber es wäre cool Selten. Gewesen. Selten. Aber wenn da nur so eine lame Version halt, wo es nichts gibt. Ich meine, was willst du mit denen? Irgend so eine Version, wo die nicht irgendwie ganz das Labyrinth aufgebaut haben, irgendwo über Wasser. Ich hätte voll gern was mit Seilen und so gemacht, aber das haben wir halt nicht. Takeshis Castle mit Seilen? Also bei uns hatten sie so ein Hindernis. Bei uns hatten sie so einen Hindernisparcours dann aufgebaut gehabt, haben wir mit drei Klassen zusammen gemacht. Eine Klasse ist dann immer durchgelaufen durch den Parcours, die einen haben Bälle auf sie geworfen und die anderen haben die Bälle wieder zurückgeworfen. Oh, das klingt wie Bombenangriff. Bombenangriff! Lisa braucht Zahnspangen.
Ich mag es in der Folge dann später nochmal aufgetaucht ist in diesem Restaurant und Willy mit Brot beworfen hat. Bombenangriff! Bringen Sie der Dame noch etwas Eistee. Bombenangriff! Ich machte den Charakter generell irgendwie. Alter, Raki, was hast du von den News gehalten, dass irgendein Charakter jetzt gestorben ist? In den Simpsons. Klassische. Der in der Bar war die ganze Zeit. Und ja, klassische Clickbait. Klassischer Clickbait-Season-Auftakt, das machen sie voll gerne. Sie irgendwie sagen, oh, dieser langjährige Simpsons-Charakter stirbt und dann bringen sie irgendeinen irrelevanten Hintergrund-Charakter um. Sie waren auch mal so, oh, wer stirbt zum Auftakt der 28. Staffel? Wird es Homer sein oder Bart? Es war Rabbi Krustowski, es war der Vater von Krusty. Oh nein, der hatte zwei Folgen, wo er relevant war. Natürlich bringen sie die wichtigsten Charaktere. Natürlich bringen sie Homer um. Wen denn auch sonst? Mir wurde gestern, das ist lustig, dass ich es gerade erwähnt habe, mir wurde gestern Abend, kurz bevor wir die anderen Aufnahmen gemacht haben, da wurde mir wieder so eine Best of Homer Simpson Deutsch Compilation empfohlen. Und da war es auch die Folge, da waren ein paar Clips aus der Folge, wo Homer sein Horoskop irgendwie am Anfang liest, wo er stirbt, sie werden heute sterben. Ah ja. Und dann meint der Lisa irgendwie, ja, das ist irgendwie sehr spezifisch für ein Horoskop. Und dann meint Marge, dann werde ich meins jetzt auch lesen. Ihr Mann wird heute sterben. Das war der Geister, der die Simpsons Halloween-Folge aus der 13. Staffel, wenn ich mich nicht irre. Die kann gut sein, ja. Auf jeden Fall, dann fällt irgendwie ein Baum auf ihn. Und das verfüllte Knapp das Auto und er meint so, ha! Du hast mich nicht erwischt, dämliches Horoskop. Dummes Horoskop, ja, ja. Er hat super viele Unfälle den ganzen Tag über. Oh, und jemand wird dir ein nettes Kompliment machen. Und dann ist Daddy da so. Oh, Homer, sag mal, Homer, darf ich dir ein Kompliment machen? Ja, das ist eine sehr reizende Klapperschlange, die dir da am Arm hängt. Oh, danke. Dann stirbt er irgendwie dadurch, dass er Rosenkohl isst am Ende des Tages oder Brokkoli oder so? Brokkoli, ja. Ich denke mal Rosenkohl, weil ich finde Brokkoli eigentlich. Rosenkohl ekelhaft ist. Ja, Rosenkohl würde dich umbringen. Ja, aber ich finde Brokkoli eigentlich ganz nett. Weiß nicht. Ja. Mochte Brokkoli immer. Brokkoli kann man viel machen. Ja. Brokkoli hat viele Anwendungsmöglichkeiten. Hast du eigentlich mitbekommen, wen sie dann wirklich. Wen sie tatsächlich jetzt umgebracht haben in der letzten Season-Auftakt der neuen Staffel, Gengo? Nee. Warum wollte ich Daniel sagen? Sie haben Daniel getötet. Nee, ich wollte irgendwie David Hasselhoff sagen, aber in meinem Kopf war nur Daniel. Daniel Hasselhoff. Wen haben sie umgebracht? Okay, ich geb's zu. Okay, du kennst doch in Maus Bar, da sitzen immer diese beiden Typen da im Hintergrund rum. Der eine mit der Kappe und der eine mit den wenigen Haaren. Ja. Sie haben den mit den wenigen Haaren umgebracht. Nein. Nicht er, ich glaube, er hatte nicht mal eine Sprechrolle gehabt, jemals. Jetzt waren sie da so großes Ding draus, als wäre Homer irgendwie sein Freund gewesen oder so. Sie waren zwei Typen, die in der Bar was getrunken haben, ohne miteinander zu reden. Hoffentlich bringen sie nicht den mit der Kappe um. Ja. Ich meine, die Sache ist, wenn du für, keine Ahnung, 30 Jahre in dieselbe Bar gehst und da sitzen immer dieselben zwei Leute, ich glaube, irgendwann würdest du dich mit denen anfreunden. Ja, aber die interagieren sehr wenig. Also ich habe ja viel von der Serie gesehen, die. Deswegen Lenny, Carl und Mulder. Und manchmal auch Barney. Vor allen Dingen Barney. Warum habe ich so getan, als hätte Barney das geringste Alkoholproblem von den drei? Ich glaube, Mauer hat das geringste Alkoholproblem, den sieht man selten trinken. Mauer hat ganz andere Probleme. Oh ja, Mauer hat. Mauer sollte vielleicht mehr trinken. Mauer ist inzwischen übrigens verheiratet, habt ihr das mitbekommen? Mit der Kleinen da? Ja, ja, ja. Mit, ich habe ihren Namen gerade vergessen. Weißt du noch, wie sie heißt? Die zweite Folge kenne ich nicht. Ich kenne nur die erste, wo er mit ihr ausgeht und es am Ende vermasselt. Ja, weil er nicht darüber hinwegsehen kann, dass sie kleinwüchsig ist. Ja. Es war eine Folge, die mochte ich zumindest damals. Zumindest die erste Hälfte. Ist das eine Folge aus den neueren Staffeln? Weil irgendwie kommt mir das irgendwie bekannt vor. Mittlere 20er oder so. Also, die Staffel, wo sie das erste Mal auftaucht, müsste Staffel 20 gewesen sein. Und dann kam sie, glaube ich, in Staffel
32, nee, ich glaube 3, 32, 30 irgendwie so war zurück. War auf jeden Fall noch zu der Zeit, wo man aktiver die Simpsons im Fernsehen geguckt hat. Dann also erster okay, Auftritt, ja, der zweite nicht. Der zweite ja, nicht unbedingt. Also nee, ja, ich meinte ja das erste halt nur. Ja, da habe ich wieder das typische Problem, dass ich manchmal mit ein bisschen mit... Also sie ist jetzt, an sich sind sie verheiratet, aber seitdem hatte sie halt keinen wirklichen Auftritt mehr gehabt. Es nervt mich ein bisschen, dass sie irgendwie so Charaktere als festen Teil von dem Universum etablieren an sich, aber dann machen sie nichts mit denen. Also dasselbe auch, ich glaube, wir kriegen jetzt in der neuen Staffel, kriegen wir zum ersten Mal, seit sie in Staffel 25 verheiratet sind, eine Folge, wo die Frau vom Comicbuchtypen eine Sprechrolle hat. Wisst ihr noch, der Comicbuchtyp hat geheiratet. Ja, daran kann ich mich noch besser erinnern, ja. Ja, das war die, in der Folge haben sie viele Ghibli-Filme parodiert. Ja, sie haben Reiswein getrunken. Mit einer Giftschlange drin. Es stört mich nur, dass sie dann nicht so... Sie haben den Charakter, ich glaube, sie ist Kikyo, ist jetzt Teil vom Simpsons-Universum, aber die hat halt keine Sprechrolle gehabt seitdem. Und das nervt mich halt. Warum packen sie Charaktere rein, die dann einfach nur im Hintergrund rumstehen die ganze Zeit? Und jetzt machen die Newsartikel irgendwie ein großes Ding daraus, dass irgendein Charakter, der die ganze Zeit nur im Hintergrund stand und nie irgendwas gesagt hat, plötzlich tot ist. Ey, du kannst dir die Titel vorstellen, die so in den letzten Tagen aufgetaucht sind. So, oh, dieser Simpsons-Charakter, der seit 35 stirbt nach 35 Staffeln oder so. Ich glaube, das Lächerlichste war irgendwie wichtiger Simpsons-Charakter gestorben. Marsch. Am Marsch. Ich rechne damit, dass sie irgendwann Marsch-Mutter umbringen. Das wird ein größerer Moment sein. Was könnte vielleicht sein? Homers Vater. Nee, ich glaube nicht, dass sie Abe umbringen. Die mögen den Charakter zu gerne. Schon krass, dass sie ja Mona umgebracht haben, wenn ich eigentlich daran zurückdenke. Ja, ich glaube, da konnten sie es da. Es war schon krass, aber ich glaube, da konnten sie es leichter machen, weil es ein Gaster-Charakter war. Ja. Es ist sowieso immer das Ding. So Gaster-Charakter sind halt an sich eine nette Sache, weil. Ich meine, niemand würde es ablehnen, wenn sie einen fragen würden, willst du nicht eine Rolle bei den Simpsons sprechen? Ich meine, Daniel würde es machen, wenn sie dich bitten, in der Halloween-Folge Kangs Cousin zu sprechen. Die Sache bei Mona ist halt auch, dass sie, sag ich mal, jetzt weit genug weg von den, von Springfield und so ist, dass das auch Sinn machen würde, wenn sie halt nicht mehr vorkommt. Ja, ist es trotzdem irgendwie traurig gewesen, keine Ahnung. No. Ja. Ich mochte die Figur. Also sie taucht auch noch auf, aber halt in Rückblenden. Ich habe gesehen, es gibt einen Flashback, wo sie sich als Arzt verkleidet, als Bart geboren wurde oder so. Ja. Es ist auch, wenn es ein bisschen Continuity kaputt macht, keine Ahnung. Es gibt eine Folge, wo Homer und Abe sie irgendwie als Teenager suchen. Aber es ist an sich eine Staffel 32 oder 33 Folge, das heißt, es ist eine von den besseren wieder. Ist an sich ganz cute. Und, oh Gott. Und es gab auch eine Traumfolge, wo sie aufgetaucht ist, wo sie irgendwie in Homers Verstand drin waren. Also sie taucht noch auf. Das ist sehr das Ding bei den Simpsons. Wenn du stirbst, heißt das ja nicht... War das, als Homer sich eingenässt hat? Ja, die Folge. Also, ja, die kenne ich auch. Ja, seltsamer Einstieg, aber die Folge war an sich ganz interessant, wie er dann, er hat den irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass seine Mutter irgendwie seinetwegen abgehauen ist und hat sich deswegen schlecht gefühlt, also er ist schon ein harter Tobak. Die Mordstory kennt ihr ja, die Mordsprecherin haben sie gefeuert, nachdem sie mehr Geld haben wollte und dann haben sie den Charakter umgebracht, ich denke, davon hat man gehört. Und die ist jetzt auch wieder die haben sich irgendwie inzwischen wieder vertragen oder so und inzwischen taucht die auch wieder in Rückblendenfolgen und so auf. Es gab eine, wo sie irgendwie mit Flanders im Grand Canyon oder so waren, da war sie dann auch wieder als Voice-Actorin dabei. Hätten sie wiederbeleben sollen. So wie James Woods in Family Guy. Nein, Gott hätte seinen Finger nach unten getan, hätte gesagt, Okeli Dokeli. Flanders an Gott, bitte rette meinen Todd. Ja, ich find's halt immer noch beeindruckend, weil ich bin halt für eine längere Zeit davon ausgegangen, dass es ein Charakter war, der schon immer tot war. Tot gewesen ist, genau. Und dass das halt Flanders Hintergrundstory ist, aber scheinbar nicht.
Es wurde dann seine Hintergrundstory. Ja. Er hat ein paar. Deswegen bin ich davon ausgegangen. Er hat einige Staffeln gebraucht, um ihren Tod zu verarbeiten. Ich mochte damals diese Folge, wo Edna und Flanders angefangen haben, sich zu treffen. Und dann war irgendwie nach den Credits so eine Szene mit Homer und Marge, wo sie irgendwie gemeint haben, stimmen sie jetzt für Edna ab oder sowas, ob die Leute das sehen wollen. Ja, das haben sie. Das war ja eine Sache, die wirklich dann passiert ist in den USA. Ja, ich weiß. Und dann haben sie irgendwie ich glaube, in der darauffolgenden Staffel oder so, haben sie irgendwo dann eine Szene eingebaut, wo sie es am Rande irgendwie revealed haben, wo man irgendwie sieht, wie Edna und Ned zusammen im Bett liegen in irgendeiner Compilation von mehreren Paaren. Ich fand's auch schade. Das Ganze ist dann ja dadurch, dass Ednas Synchronsprecherin im Original gestorben ist, haben sie den Charakter dann ja auch sterben lassen in der Serie. Und das ist an sich sad. Es tut mir leid für Flanders. Also, dass seine Ehefrauen irgendwie die ganze Zeit sterben. Ja, der Mann hat kein Glück. Ja, vor allen Dingen, ich fand Edna und Flanders waren ein cutes Paar und so. Na, Gegensätze ziehen sich an. Die hatten eine interessante Dynamik auf jeden Fall. Ja, ich hätte gerne mehr davon gesehen. Das ist ein bisschen traurig. Bart hat jetzt tatsächlich ja wieder eine feste Lehrerin seit Staffel 33 oder so. Also sie haben den Posten endlich wieder ausgefüllt. Edna ist ja, glaube ich, in Staffel 27 gestorben und bis jetzt haben sie halt, es waren einige Staffeln, wo sie irgendwie immer wieder wechselnde Lehrer, Gaststar-Charaktere hatten oder ansonsten hat sie Hausmeister Willy unterrichtet. Ich weiß nicht, wie das so lange funktioniert hat. Ich meine, in der einen Folge, als angedroht wurde, dass Willy ihn unterrichten soll, hat er gesagt, unterrichte Willy. Ich weiß nicht, wer unterrichten kann, aber okay. Ich hatte keine Ahnung, dass Edna gestorben ist. Oh, wir hätten Stani schon dabei bringen sollen. Ja. Ja, das schockiert mich ein bisschen. Aber ja, Edna, die ist ein cooler Charakter. Ja, sie fehlt auf jeden Fall. Wir reden ja gerade sowieso über die Tode in den Simpsons. Irgendwie ist gerade unser Thema geworden. Es ist einer der Tode, die mich auf jeden Fall trauriger gemacht haben. Ich mir dachte, okay, das ist sad. Was auf jeden Fall irgendwie sehr interessant ist, ich glaube, es gibt nicht viele Serien wie die Simpsons halt, die wirklich so lange laufen, dass Charakter aus diesem Grund halt gekillt werden können, weil halt wirklich die Synchronsprecher nicht mehr mitmachen. Ich überlege gerade, ob mir was. Weil ich glaube, bei Live-Action-Serien ist teilweise schon vorgekommen, weil irgendein älterer Actor oder so gestorben ist. Ah, ich weiß, in Harry Potter haben sie Dumbledore recastet nach dem zweiten Film, weil der Originaldarsteller verstorben ist. Ja, ich denke, in Live-Action kommt das auch häufiger vor. Ja gut, aber da hatten sie eine Vorlage. Stell dir mal vor, sie hätten dann Dumbledore einfach zwischen dem zweiten und dritten Film irgendwie sterben lassen auf Plan. Was? Hm? Oh. Was war das gerade? Hört ihr mich noch? Hallo? Ja. Ich höre dich. Okay. Ja, Discord hat gerade, ihr habt's gehört, Discord hat sich gerade irgendwie kurz disconnected und wieder connected. Das letzte, was ich gesagt habe, war, stell euch vor, sie hätten Dumbledore irgendwie zwischen dem zweiten und dritten Film einfach sterben lassen bei der. Und dann seinen Bruder angekündigt, Wumbledore. Er ist einfach, hat er nicht sogar einen Bruder? Dumblebrine. Ich glaube, irgendwas war da. Dumblebrine gefällt mir. Aber wisst ihr noch, als sie Brian Griffin Dumbledore umgebracht haben? Ja. Für zwei, drei Folgen, ja. Ja, dann war Winnie da. Alter, wisst ihr noch, als Snape gestorben ist? Spoiler. Er ist gestorben? Wisst ihr noch, als Snape gestorben ist? Die Frage, Solid Snake oder Snake? Ich kenne den Unterschied nicht. Oh Gott. Immer wenn das, was ist der Unterschied davon? Keine Ahnung, ich denke Solid Snake ist der Snake, der jetzt quasi der im zweiten und ersten Teil ist und Snake ist einfach der aus der Vergangenheit im dritten Teil. Oh, okay. So habe ich mir das erklärt. Ich war gerade verwirrt, ich dachte kurz, Daniel würde Snape Snake nennen.
Das ist der Hausleiter von Slytherin Snake. Weil Solid Snape. Ja, Solid Snake. Es ist Snape. Ja, der Hauslehrer von Slytherin Snake. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, warum spricht er von zwei Snakes? Ich kenne mich doch mit der Metal Gear Lore nicht aus. Und wir hatten gerade noch das Harry Potter Thema gehabt. Und es gibt ja legit Leute, die Snape irgendwie Snake callen, weil Schlange. Böse. Ja, gut. Das ist ziemlich deep. Ich hoffe, es geht Snake gut in jedem Fall. Ich kann dir sagen, Daniel, es gibt auf jeden Fall mehr Snakes, als du dir vorstellen kannst. Also es gibt mehr als zwei. Ja. Ich kann mir mehr als zwei vorstellen. Das verwirrt mich. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es halt nur ein Charakter ist und das Spiel und die Reihe geht halt über mehrere Jahre, deswegen ist der im vierten Teil ein Opa. Nee, ich glaube, zwischen denen liegt nicht so viel Zeit. Ah, ist das so eine Klongeschichte? Ja. Ja. Alter. Der Angriff der Klonkrieger. Das klingt cool. Ja. Fang mal an, Metal Gear zu spielen. Ich Teil 2 wird dein Leben verändern, genau wie Evangelion. 2 und 3 habe ich für PS2 hier. Oh, das klingt cool. Ja, ich muss mir gerade eine PS3 kaufen, damit ich 4 spielen kann, weil geportet wurde. Stimmt, das versauert da ja. Ja. Es ist halt das Problem, wenn man als Videospielfirma eine Konsole mit sehr eigener Architektur entwickelt. Ja. Deswegen gibt es ja bis heute keine Nahwärtskompatibilität für die PS3. Ja, also es gibt ein bisschen, du kannst auf der PS4 und PS5, kannst du über PS Now oder wie das heißt, meine ich das ja. Streamen, weil das auf den Servern halt ist, aber es ist nicht das gleiche. Ich habe mir schon so oft vorgestellt, Alter, es wäre cool, wenn ich jetzt nicht meine PS3 anschließen müsste, um jetzt, keine Ahnung, Demon's Souls oder so zu spielen. Ja, das wäre cool. Stell dir vor, du könntest deine PS5 dafür anschließen. Wäre cool, wenn Konsolen generell mehr Abwärtskompatibilität hätten. Ja, das ist mehr so ein Nintendo-Phänomen gewesen. Weil Microsoft hat das auch gemacht. Bei Nintendo ist das irgendwie nicht mehr so. Ja, Microsoft macht das noch. Bei Microsoft kannst du selbst auf der Xbox, habe ich ausprobiert, selbst auf der Series X kannst du noch 360-Spiele abspielen. Also die ist noch sehr weit abwärtskompatibel. Ich glaube, bei der PlayStation 3 wäre es halt auch so, wäre die nicht so speziell gewesen. Ja. Meine PS4-Spiele funktionieren auch auf der 5. Ja, an sich finde ich es cool, dass du bei Microsoft irgendwie zwei Generationen zurückgehen kannst und immer noch die Spiele spielen. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Das wird ja auch regelmäßig geupdatet, oder? Also es kommen ja immer Spiele hinzu, die dann funktionieren. Ja. Ich glaube, es ist so, dass es nicht alle direkt funktionieren, sondern dass wirklich dafür angepasst werden muss. Ja, macht Sinn. Funktioniert. Zumindest von der 360 auf die Series X. Ich glaube, bei der One ist tatsächlich, bei der zwischen One und X funktioniert, glaube ich, alles soweit. Also alles, was es auf der One gab, kannst du auch auf der X spielen direkt. Ja. Abwärtskompatibilität, das ist eine nette Sache. Ich möchte meine Game Boy Advance-Spiele gerne auf der Switch spielen. Ich hoffe, die nächste Nintendo-Konsole wird abwärtskompatibel, weil ich weiß nicht. Oder auch generell, ich meine auch das Online-Feature, weil bisher haben die das so gemacht, dass sie immer, wenn eine neue Konsole rauskam, die trotzdem immer, zum Beispiel Virtual Console, dass du quasi nicht die Spiele dann übernehmen konntest, die du auf der Wii jetzt hattest, zum Beispiel. Und das finde ich schrecklich. Ja. Bei der Switch hat mich ja gestört, wie lange die gebraucht haben und wie viele Plattformen sie einfach komplett ignoriert haben. Ja, es wäre schrecklich, wenn die komplett von neu anfangen würden. Oh, wieder NES-Spiele, so Mensch. Schlimm. Oh mein Gott. Das erste Metroid und Mario Bros. Oh, Junge. Ich würde das nicht ertragen. Ich glaube, das wäre einer der großen Gründe, warum ich mir überlegen würde, zu anfangen, ob ich mir eine Switch 2 holen würde, weil wenn die nicht mit der normalen abwärtskompatibel ist, dann muss das aber schon ein sehr, sehr starkes Line-Up sein, dass ich mir denke, ich brauche jetzt unbedingt eine Switch 2.
Ja, ich denke mir auch, dass es kommt bei mir voll auf das Spiel jetzt an. Auf jeden Fall am Anfang, wenn die jetzt sagen, okay, Metroid Prime 4 am Release, dann kann ich schwer nein sagen. Ja. Aber. Die müssen erstmal 2 ja, und 3 noch porten. Ja, das können die auch dann nachmachen. Ich könnte es an sich jetzt auf der Wii U Teil 2 spielen. Ich habe jetzt Teil 1 auf der Switch nachgeholt. Ja, könntest du. Müsste jetzt. Ich mag diese Welt. Müsste, ja, ist die Essenswelt, das sind die guten Welten. Müssten die jetzt nicht ihr. Fire Prime jetzt nicht demnächst sogar ihr einjähriges Jubiläum oder so, der Port? Das Remake? Kam das nicht Anfang letzten Jahres? Kam das nicht im März raus? Ja, was ist ich auch Zeit? Gerade. Am 28. Relativ. Mal irgendwie sowas. Es kam, es, digital kam es im Februar raus sogar. Ja, da habe ich es gespielt. Aber. Ja, da habe ich es nicht gespielt. Ich hab später gespielt, aber dann doch die digitale Version. Weil kein Laden in meiner Nähe mir die feste Variante verkaufen wollte. Und als ich sich versucht habe, über Amazon Prime zu bestellen, was irgendwie auch nicht mehr vorrätig, da haben die Leute wieder gescalpt oder so. Ja, jetzt kriegst du es aber. Ich hab's vor ein paar Monaten, hatte ich es glaube ich nochmal einfach vorgeschlagen bekommen. Also für 40 Euro oder so. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich es halt. Ich weiß aber nicht, ob ich es noch haben will, wenn ich schon digital habe. Weißt du, was ich meine? Ich kaufe ungern Spiele irgendwie ja, zweimal. Die Antwort ist immer ja. Also ich kaufe die meisten Spiele in meinem Leben zweimal, einfach damit ich sie einmal physisch habe. Warum kaufst du sie nicht direkt physisch? Weil es auch meistens halt nicht gegeben ist. Also auf Steam kann ich schlecht ein Spiel physisch kaufen. Da ist was dran. Ich kann euch sagen, ich habe Dark Souls dreimal und ich überlege mir, es mir ein viertes Mal zu holen, weil ich es physisch haben will. So dumm ja. An sich. Du kannst verstehen, ich solche so Sachen wie Death Stranding besitze ich auch dreimal. Zweimal auf Steam, einfach die normale und die Gold Edition und einmal auf der PS4. Ich wünschte, ich würde sowas unterlassen, ehrlich gesagt. So ein bisschen, weil, keine Ahnung. Ja. Ich nicht. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde immer die Meinung vertreten, egal wie viel Geld es mich kosten würde, dass ich mich besser fühle, wenn ich es einmal bei mir zu Hause stehen habe. Ja, okay, das auf jeden Fall. Ich hab ja schon mal. Viermal ist natürlich was anderes. Ja, ab jetzt bin ich auch wieder komplett. Ich kaufe die neueren Spiele jetzt auch immer physisch, außer jetzt am PC halt, weil es gab zum Beispiel eine Zeit, da habe ich auf der Switch beispielsweise Spiele auch nur digital geholt, weil es ging halt schnell. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich irgendwie scheiße. Also habe ich wieder angefangen, physisch mir die Sachen einfach zu holen. Der physikalische ja. Daniel nennt man ihn deswegen auch. Deswegen, ich wünschte, ich hätte jetzt zum Beispiel Metroid Prime, Zelda und so. Ich wünschte, ich hätte das physisch, aber habe ich halt nicht. Also meine Taktik ist bei sowas halt immer, bei Nintendo ist es ja ein bisschen schwieriger, aber im Normalfall, wenn du dir was auf der PlayStation oder sonst wo kaufen willst, dann kannst du ja darauf hoffen, dass es ja in 3-4 Monaten für 20-30 Euro in einem Sale zu bekommen ist, immer physisch auf Amazon oder so. So krass. Ja. Ich glaube, ich habe mir ja letztens Jedi Survivor gekauft, das habe ich für 29 Euro auf Amazon gekauft. Stimmt, ja. Gebraucht immer halt sehr viel günstiger. Nee, nicht mal gebraucht, einfach generell. Ach so, also, ja, das so. Ich weiß nicht, zumindest bei der PS5-Ära scheint so zu sein, dass dieser Anfangspreis von 70 Euro sich nicht unbedingt lange hält. Ja. Ich habe jetzt schon eine Menge Spiele gekauft, die ich dann halt nur für 30 Euro ist halt wirklich Amazon verblüffend, wenn man für eine längere Zeit sich immer Nintendo-Spiele holt und die halt nie im Preis sinken. Ja. Und dann schaust du auf andere Sachen und da sind teilweise halt auch richtig gute Titel, so 20 Euro, 30 Euro und so. Die auch mal 70 oder 60 Euro gekostet haben. Mhm. Bei Nintendo kosten irgendwie Ports, die so mit der Konsole zusammen released wurden, immer noch Vollpreis. So Mario Kart 8 Deluxe oder so. Ja. Ich meine, die haben auch früher immer diese Selects-Reihe rausgebracht, aber das machen sie auch inzwischen nicht mehr. Ja, weil. Ist halt auch schade, weil das hat mir echt viel erspart.
Viel Geld, meinst du? Das war doch irgendwie keiner von denen mehr. Sony hatte das ja auch mit ihren PlayStation-Hits. Und auf der PS5 gab es das auch nicht. Oder. Ich meine, die ist jetzt schon lang genug draußen, dass man sagen kann, das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ich glaube, bei der PS4 kam es aber auch relativ spät hinzu, oder? Denk. Ich hab auch nur ein Spiel, das dieses Label hat. Mhm. Das war Last of Us 1. Ah, okay. Das Remake? Ja. Oder das Original? Das Remaster. Und für die PS4. Was 2014 rauskam. Ja. Oder 13. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, das habe ich auch. Aber nur die englische Version, weil damals war ich nicht alt genug dafür und habe es mir aus England importieren lassen. Und seitdem habe ich es nie gespielt. Alrighty Biscuit. Alt. Das habe ich mir damals in meiner PS4 dazu gekauft, weil ich mir gedacht habe, oh, jetzt muss ich ja das richtig ausnutzen. Ich auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ah. Also ich habe es gespielt, aber nicht wirklich weit. Ja, ist auch... Ich glaube, es ist eine Kanalisation, wo man Ellie auf diesem Holzbrett die ganze Zeit rumtuckern musste. Das klingt anstrengend. Ja, es... Wie die Szene aus Titanic. Spielerisch ist es nicht unbedingt spannend. Es reicht, wenn du ein Let's Play guckst, ich will ehrlich sein. Aber wer würde The Last of Us Let's Playen? Da würde ich schon lieber... Die Sache ist, ich habe halt überhaupt gar keine Probleme mit sowas. Ich spiele auch gerne Point-and-Click-Adventures oder sowas. Also da macht mir das nichts aus, dass es nicht viel Gameplay gibt. Nee, das an sich meine ich ist nicht schlimm, aber ich meine, wenn zum Beispiel, was ich halt gemacht habe, bevor ich das Spiel versucht habe zu spielen, ich habe halt schon ein Let's Play gesehen und da ist dann irgendwie, ich dachte mir halt so, ja, das kenne ich schon irgendwie. Nicht so spannend, wenn man es dann selber spielt, Aber wenn man es an sich selber spielt, so zum ersten Mal, dann, keine Ahnung, das ist schon cool. Ich hab auf den zweiten Teil gespielt, erstmal. Ich meine, um den Spoiler in Teil 2 kommt man nicht drum herum, aber. Ansonsten kenne ich von beiden Spielen jetzt auch nicht so viel. Ich habe mir halt nie Let's Plays dazu angeguckt oder so. Wisst ihr, wer wessen Internetpräsenz durch The Last of Us Part 2 richtig groß geworden ist? Wessen? Neil Druckmann. Kennt ihr noch Erkan und Stefan? Druckmann. Das war das Spiel, das haben die angefangen zu spielen, da hatten sie irgendwie 7 Zuschauer oder so im Schnitt gehabt und auf Twitch und als sie mit dem Spiel durch waren, hatten sie irgendwie 200, 300 Zuschauer im Schnitt. Also, das ist schon ein Wachstum. Definitiv. Ja, Kahn und Stefan sind zurück. Das ist eine Sache, die während Corona passiert ist. Verrückten Corona-Jahre. Ich habe auf jeden Fall letztens, weil wir bei Last of Us waren, Daniel, bei mir im Kaufland, da standen halt beide Remake-Teile, Part 1 und Part 2. Und Part 1 ist dauerhaft teurer als Part 2. Ich weiß nicht, ob die einfach irgendwie wissen, dass der vielleicht mehr gekauft wird, keine Ahnung. Also die bekommen wahrscheinlich mit, was sich von den beiden besser verkauft. Ja, uns einfach nur interessant. Was mich halt fasziniert hat, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, Gengo, ist, ich habe eine physische Version von Elden Ring gesehen. Und ich dachte, also PC-Version, ich dachte mir so, das gibt es also noch. Ich dachte, wenn eine physische Version ausgestorben ist, dann die PC-Spiele. Nee, ich habe sogar einige. Sind immer noch diese hässlichen Green Pepper Boxen? Sind so. Oh nee, die gibt's bei uns nicht mehr. Die gibt's bei uns leider nicht mehr. Das ist ja eigentlich cool. Ja, das ist auch was, wo viele Leute jetzt Nostalgie entwickeln werden. Ja, aber also jetzt nicht für das Logo natürlich, aber ich meine, die haben auch so 7 Euro gekostet, die Spiele. Das ist halt. Gab's da gute Sachen? Ja, es gab zum Beispiel es gab eine Rayman Collection. Ich glaube, erster Teil bis. Ich dachte, das wäre jetzt die Rayman Collection, die du damals hattest, bei der du dachtest, dass Rayman M der erste Teil der Rayman-Reihe wäre. Nee. Das nicht. Ich glaube, die war nur für die PS2. Immer diese Partyspiele, die plötzlich zu Plattformern werden.
Ja, ich war sehr einfach gestrickt. Bin ich immer noch. Es ist Ja, aber das sind halt schon gute. das letzte Spiel, was ich mir physisch für einen PC gekauft habe, das war Red Dead Redemption 2. Weil ich es einfach im Laden gesehen habe und es 15 € gekostet hat. Oh, bei mir war es Tonic Trouble. Das ist so ein Rayman 2 geistiger Vorgänger, könnte Ah man ja, sagen. das habe ich auch mal gesehen. Das habe ich in meiner Kindheit gespielt, Leute. Ah, aber das habe Kindheit. ich gebraucht gekauft. Das Lustige da war, das war noch eingeschweißt. Es war ungeöffnet. Jetzt nicht mehr. Oh, ich habe auch mal ein ungeöffnetes Das hat Spiel 3 € gebraucht gekostet. gekauft. Weißt du, was denn? War ein 3DS-Spiel. Welches 3DS-Spiel denkt ihr, kriege ich noch, habe ich noch eingeschweißt bekommen? Heutzutage. Naja, das habe ich vor 2, 3 Jahren gekauft. Metroid Federation Force. Das will niemand wissen. Wer ist es? Das Zelda-Spiel. Fuck. Triforce Triforce Heroes. Heroes. Nee, es ist ein Mario-Spiel tatsächlich. Mario Party irgendwas. Dieses Mario Puzzle-Spiel mit, also dieses Crossover. Daniel hat tatsächlich recht, ja, dieses komische, Echt? ja, dieses komische, ist dieses komische Crossover mit Mario und diesen Puzzle-Kram da. Ich weiß nicht mal, wie es Puyo heißt. Puyo Mario. Geht, glaube ich, ein bisschen in die Richtung. Also du läufst halt rum mit deiner Party. Ist so ein RPG-mäßiges Spiel. Party Party Mario. Party Party Mario. Und dann triffst du halt Gegner und die Gegner verprügelst du dann. Indem du ein Puzzle löst. Ist, als würdest du die Straße runtergehen, jemand sagt, hey, ich werde gegen dich kämpfen und dann spielt dir Tetris darum, ob du überlebst oder nicht. Oh Mann, das ist ja lustig, Videospiele zu spielen und dann geht es um Leben und Tod. Ja, stell mir vor, du lebst in der Professor Layton-Welt. Du würdest nirgendwo hinkommen, ohne irgendwelche Denksportaufgaben zu lösen. Ah, du möchtest also die Straßenbahn betreten? Das erinnert mich an ein Rätsel. Löse es, sonst lasse ich dich nicht durch. Ah, du hast keinen Hinweis, das tut mir ja leid. Also ich Lege kann die dir. Streichhölzer in einer anderen Reihenfolge an. Ich kann auf jeden Fall sagen, weil ich gerade aus Interesse mal nachgeguckt habe, man kann Metroid Prime auf Amazon gerade für 30 € bekommen. Das Remake. Remaster. Nicht die Ja. Wii-Version. Das habe ich aber auch. Das habe ich nie im Laden Nein, gesehen, das Switch. traurigerweise. Physisch. Genau wie Pikmin. Pikmin 3. Es wurde runtergesetzt auf 1 und 2. 29 von ursprünglich 33 €. Hat Pikmin 1 und 2 überhaupt einen physischen Release bekommen? Ja. Ja. Den hat Johnny, glaube ich. Natürlich hat er den. Ja, niemand, der so oft Pikmin besitzt wie er. Es ist sehr an mir. Ich habe das auch nicht im Laden gesehen, fällt mir auf. Immer nur. Ja, aber ich habe Pikmin 3 auch schon länger nicht mehr im Laden gesehen. Immer nur Pikmin 4. Das ist der Teil, Ja. den die Leute haben wollen, scheinbar. Soll mir recht sein, solange dadurch der fünfte Teil kommt. Ist aber immer Miyamoto interessant. hat gesagt, er ist schon so gut wie fertig. Dass man auf Amazon wirklich so viele Sachen gebraucht auch kaufen kann mittlerweile. Das vergesse ich irgendwie immer jedes Ist Mal. der größte Gebrauchthändler neben Otto in Deutschland. Ich weiß nicht mal, ob Otto ein Gebrauchthändler ist. Ich krieg nur mal Werbung Die dafür. Sachen, Ah, die ich Gott. auf Otto gekauft habe, waren immer neu. So. Ich habe noch nie was auf Otto gekauft. Das letzte, was ich auf Otto gekauft habe, war ein Fahrrad 2013 irgendwann. Weißt du, was ich gekauft habe, war mein Laptop damals, 2022. Hat sich ein Fahrrad im Internet gekauft. Ja! Oh, es ist so schrecklich. Ich hasse dieses Fahrrad. Ich wünschte, ich hätte in was Zukunftssicheres investiert und nicht in ein BMX. Daniel. Damals wollte ja das coole Kind sein. Ich wollte da, Alter, weißt du, was dieses BMX hatte? Es Gangschaltung. war. Nein, es hat diese orangenen Leuchten und hinten diese Rückleuchte und ich dachte mir so, yeah. Das ist doch Ich jedes bin Fahrrad. cool, aber sicher. Oder? Was? Cool, gefährlich, aber auf einem sicheren Grad. Oh, aber da kann ich eigentlich gerade noch erzählen wegen dem Gebrauchzeug. Ich habe auf eBay Kleinanzeigen, weil wie gesagt, ich suche gerade immer nach einer PS3. Und Alex, der hätte auch gerne eine. Ich habe einen Verkäufer gefunden, der verkauft zwei PS3 für 70 €. Alter.
Ja. Aber die sind defekt bestimmt, oder? Oder ist nur der Pappkarton? Ich weiß es halt nicht. Das Problem ist halt, man kann die nur auf Abholung holen. Und der wohnt irgendwie in der Nähe Erfurt oder so, was für uns beide halt ziemlich weit weg ist. Und ich habe den jetzt mal angeschrieben, hat ihn halt gefragt, ob man das auch über Versand machen kann. Und dann würde ich den natürlich auch andere Sachen fragen, weil 2 PS3 für 70 Euro, ich glaube, es waren auch Slims. Das ist irgendwie zu gut, um abzunehmen. Das ist nicht schlecht. Ich habe eine für 50 gekauft mit 7 defekten Spielen, wovon ein paar noch funktionieren. 7 defekte Spiele. Stimmt, ja, 5 also, Spiele waren da auch noch mit dabei bei den 2 PS3. Ja, der hat so geschrieben, ja, 7 Spiele gebe ich noch dazu, sind aber defekt, und ich dachte mir, okay, probiere ich ja trotzdem aus. Und, wer hat deinen Plastikschrott auch woanders los? Ein paar funktionieren, ein paar nicht. Und ja. Aber doch nicht PS3 alle ist eigentlich echt günstiger, okay. Im Endeffekt. Hier, 2 PS3 mit 5 Spielen. Da stand nur, ich verkaufe meine 2 PS3, weil ich sie nicht mehr brauche. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Controller ist leider nicht dabei. Okay, Controller war nicht dabei. Ist die normale Slim halt, die erste. Und die Spiele, die dabei sind irgendein Ratchet & Clank, Little Big Planet, Little Big GTA Planet. 5, Modern Warfare und Need for Speed Undercover. Das ist ein guter Need for Speed. Halt, aber, das ist jetzt auch eine Sache, die hat mich da ein bisschen angekotzt. Auf eBay, Kleinanzeigen, bei PS3, da waren Haufen Leute, die im Profil bei den Einstellungen von dem Auftrag halt angegeben haben, dass man auch über Versand machen kann. Aber dann schreiben die in die Beschreibung, nur Abholung, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Aber dann schreibt das doch nicht in die Artikelbeschreibung mit rein. Oh, ist das nervig. Da habe ich fast schon überlegt, ob ich einen darauf anschreiben soll und so. Aber bei der Artikelbeschreibung steht Versand. Tja, jetzt musst du es versenden. Tja. Der Kunde ist König. Das ist meine Feinkarte aktiviert. Kundenservice. Oh Mann. Ich hätte aber auch voll Lust, mehr PS3-Spiele mir mal zuzulegen. Weil ich habe bisher nur Demon's Souls gespielt. Die sind halt an sich auch echt billig. Also, ich habe mir halt auch gerade gedacht, wenn ich mir eine hole, dann kann ich mir alle 3 Dead Space-Spiele holen, um die dann ja einfach auch als Collectible da zu haben. Und die, habe ich gesehen, kriege ich auf eBay teilweise alle 3 zusammen für irgendwie so 17 Euro oder so. Das sind PS3-Spiele, sind halt ultra billig. Wenn du noch ein paar brauchst, ich habe auch noch welche da, Daniel. Ich habe die mir mal gekauft. Ich hatte mal die Vorstellung, irgendwann eine PS3 zu besitzen, aber ist mir bis jetzt noch nichts draus geworden. Aber ich habe schon 3 Spiele da, weil die mal, wenn ich mal in irgendeinem Laden war, die waren so... Oh, 3 Spiele zum Preis von 2. Ich glaube, ich habe Red Dead Redemption und noch irgendwas. Und dann noch irgendwas Drittes. Ich habe die Spiele, aber ich habe die Konsole nicht. Das ist mir ein paar Mal passiert. Ich besitze auch die komplette, alle Kingdom Hearts Spiele für die PS4, weil sie echt preiswert waren, aber ich hab keine PS4. Alter, der Sammler. Schnäppchen. Er nimmt einfach alles, was ihm in die Finger läuft. Ja, ich hätte voll gern, also manche sind leider trotzdem noch teuer. Ich hätte voll gern dieses 3D Game Heroes da. Ja, das ist so ein PS3 Zelda-Klon. Das ist auch von From Software, glaube ich sogar. Das habt ihr bestimmt gesehen. Ich glaube, Morgi hat das auch mal gesehen. Ah ja, das ist doch dieses, wo der Typ dieses riesige Schwert da hat, oder? Ja, genau. Das ist auch so Pixelart-mäßig. Ja, Voxelart eher. Ja, Voxel sind das. Das ist ein Voxel. Voxel ist einfach quasi. Denkst du dir schon wieder Wörter aus? Nein. Das Vox ist ein Fernsehsender, Raki. Ah ja, da läuft immer das große Promi-Dinner. Ja, aber auf jeden Fall, das ist immer sehr teuer, aus welchem Grund auch immer. Und, aber ich habe auch ein Problem damit. Ich wollte gucken, ob es im Online-Store vielleicht ist, weil, keine Ahnung, vielleicht gibt es das da noch, ich weiß nicht. Das Problem ist aber, die haben irgendwann mal ein Update rausgebracht, wo du dich nicht einfach so normal anmelden kannst, und wenn du dich versuchst, mit deinem PlayStation-Account anzumelden, ich habe es jetzt mit dem versucht, dass ich auch auf der PS4 habe, da ist das Problem, wenn du dich anmeldest,
dann geht das nicht einfach so. Du musst dann so einen QR-Code einscannen, der dann aufploppt. Und dann kriegst du quasi so einen generierten Code auf der... Also du musst dann auf die Seite von Sony gehen und dann kriegst du so einen generierten Code. Den musst du dann eingeben. Und dann musst du Glück haben, dass das funktioniert. Hat's bei mir nicht. Dann stand da sowas wie, du kannst keinen anderen PSN-Account benutzen. Und ich dachte mir so, aber das ist meiner. Du kannst auch deinen nicht benutzen. Ich kann's auch deinen nicht benutzen. Ja, das heißt, ich weiß nicht. Könnte meinen Account theoretisch nicht mit meiner PS. Scheinbar nicht. Ich hab's noch nicht damit versucht, einen neuen Account zu erstellen, aber also mit dem, dass ich auf der PS4 hatte, ging's nicht. Muss man gucken. Ich gucke auf jeden Fall da nochmal, was das angeht. Vielleicht habe ich auch einfach die Konsole nicht geupdatet, weil habe ich nicht. Aber. Wisst ihr, welches PS3-Spiel mich tatsächlich sehr interessieren würde? Erzähl. Der Puppenspieler oder wie das heißt. Dieser 2D-Plattformer, wo du diese Marionette spielst und das Ganze. Zum Fick. Und das ganze Level ist, die ganzen Level sind irgendwie aufgebaut wie so eine Bühne und du läufst da rum und ich mag die Optik davon sehr gern. Princess Peach Showtime. Nein, es ist ein gutes Spiel. Oh, hey. Ich seh's gerade. Niemand von uns hat das gespielt, weil willst du wissen, dass es nicht gut ist? Daniel hat's mir gesagt. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich hab eine Review auf Twitter von Dr. Yoshi gesehen, der war sehr überzeugt davon. Ich hab mir ein, zwei Parts bei Ricky und Wollo angeguckt, die waren beide nicht sehr überzeugt. Ja, gut, vielleicht sind sie auch nicht die Wollo, Zielgruppe. Das zum einen. Sagen. Und. Oder war es. War das Dr. Yoshi die Zielgruppe? Irgendjemand machte. Wahrscheinlich schon eher als Wollo und Ricky. Machte Wollo nicht auch Captain Toad nicht? Ich mag Captain Toad, also ich. Inzwischen mag er es. Nicht immer vertrauen. Ja, aber kein Princess Peach klingt wie so ein Spiel, das ich für meine Tochter kaufen würde. Da bin ich auch bei euch, es sieht langweilig aus. Ich habe ja die Demo gespielt, ich fand die auch ultra langweilig. Ja, vor allem Gengo hatte als erstes, als wir jetzt in der Direct schon gesagt, wo wir alle noch so waren, na, vielleicht könnte was werden, und war ja schon direkt so, das sieht so scheiß langweilig aus. Ja, stimmt. wie versucht hier Devil's Advocate zu spielen, so, boah, eigentlich, man könnte ja, also, uns als die Hater darstellen, Daniel, unfassbar. Hörst du das? Nein, von dem Mann? Oh Gott, nein! Ich glaube, die einzige Situation, in der ich dieses Spiel auch spielen wollen würde, wäre auch für eine Aufnahme, aber niemals allein von mir aus. Das würde ich gar nicht trauen. Würdest du nicht mal für eine Aufnahme spielen? Nee, das wenn meine Eltern reinkommen. Nee, er spielt Ahnung. Ein Spiel für Mädchen, wir haben versagt, Bärbel. Bärbel. Ich hätte auch gern ein paar Ratchet & Clank-Teile für die PS3. Welcher war das denn, Gengo? Weißt du das? Nee, das kann ich nicht erkennen, weil, also ich habe nur einen Screenshot gemacht und genau auf dem Screenshot, wo der Beiname stehen würde, war meine Uhrzeit. Also, okay. Das erkenne ich jetzt. Muss auch Prioritäten setzen. Es gibt auf jeden Fall ein paar. Sieht wie Neueres aus, auf jeden Fall wie ein... Irgendeins, das eher zum Ende herkam, keine Ahnung. Ratchet und Clank kenne ich mich gar nicht aus. So PlayStation-Plattformer bin ich ziemlich raus. Ah, Rocky, wir müssen mal kurz Pause machen. Wir machen sowieso gleich Pause. Das ist, ich muss nur noch einmal ins Ziel gehen. Hätte ich sowieso gesagt. Das ist, das reicht für den ersten Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Im Herbstwald geht es dann, glaube ich. Ja, im herbstlichen Herbstwald machen wir nächstes Mal weiter. Also, da sehen wir uns dann wieder. Ciao. Okay, perfekt. Bye. Tschüss.